So, hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Sims 4 und ich habe hier gerade ein paar Probleme. Ich weiß nicht, wo Sims ist. Da ist Sims. Ich habe so unglaublich viele Programme offen, da es schon mal ein bisschen schwierig sein kann. Sims zu finden, ja, ein paar Programme sind offen. Und ich leicht gerade verwirrt war, weil OBS wieder rumgesponnen hat, weil es wieder ein Update machen wollte und ich das nicht wollte. Tja, wieso sind, achso, Oreos da drin? Gut, wir fangen mit den Sims hier an. Was ist denn gerade hier los? Alle sind angespannt, glücklich und, keine Ahnung, verspielt auf Arbeit. Das sind alles sehr interessante Sachen. Mal gucken, ob es leckt. Beim letzten Mal hat es ja ein bisschen geleckt am Anfang. Und jetzt gerade läuft das auch nicht flüssig, wie ich das so sehe. Wie kann Sims nicht flüssig laufen? Ich muss nochmal raustappen, weil ich einen Chat brauche. Wie zum Teufel kann Sims nicht flüssig laufen? Kann mir das mal einer erklären? Das ist doch so ein einfaches Spiel. Gibt's hier eigentlich irgendwelche krassen Grafikeinstellungen? Gibt es sogar Grafikeinstellungen? Objekte hoch. Ich bin immer fasziniert bei Spielen, wieso es mal sehr hoch gibt, dann gibt es mal nur wieder hoch. Das ist alles das Höchste, glaube ich, ne? Trotzdem hat das keinen Anspruch, dieses Spiel. Wie lange müssen die arbeiten? Es ist 12.35 Uhr, ich muss noch ein bisschen arbeiten. So, Lira, schön, dass du da bist. Noah, Finne und ein flauschiges Reolu. Genau. Boris, willkommen. Schön, dass du da bist. Wir waren heute im Kunstmuseum. Und, wie war's, Finne? Du hast mir, ich glaube, zwei Bilder geschickt. Es war Kunst. Ja. Um es so zu sagen. Oh nein. Julia hat gerade Besuch von einem ehemaligen Fan bekommen, der behauptet, die Befolgung des Ratschlags von Julia, das hatten wir schon mal, ne? Geduldig mit dem Ring-Sicherheitsdienst rufen. Als Julia geduldig mit dem ehemaligen Fan spricht, erkennt dieser, dass alles eigentlich gar nicht so schlimm ist. Er ist sogar dankbar für weitere Ratschläge. War schon mal eine gute Tat für heute, die Lira gemacht hat. Und ich hoffe, dass sie jetzt nach Hause kommen, weil ich habe heute was vor. Ich will natürlich die Beziehung zwischen Fong und Finne stärken. Und dann habe ich bei ihm noch ein bisschen mehr vor. Ich hoffe, das funktioniert. Sang, schön, dass du da bist. Willkommen im Stream zurück. Ist immer noch sehr interessant, wie hier vorne einfach so ein Baum wächst. Müllpflanze. Das finde ich immer noch sehr interessant. So, Fong, was machst du eigentlich? Wie ist sie angespannt? Sie ist sehr angespannt. Was ist das da? Verzweifelte Sehnsucht nach Spaß? Okay, wenn sie nach Hause kommt. Sollte sie erstmal ein Spiel spielen und sie ist zu Hause. Spiel My Sims Go. Hört sich super an. Okay. Fong ist einfach so bei Finne im Zimmer. Ja, sie sollte ganz dringend was spielen. Energie geladen. Hüftstoß vollführen. Zock erstmal eine Runde und dann geht's dir auch mal besser. Hast du noch irgendwelche Leinen? Das geht sogar alles ganz gut. Hygiene ist auch noch ganz gut. Hast du eigentlich gearbeitet? Frag so praktisch. Bin auch wieder daheim. So, ja, Fong ist ja die ganze Zeit sowieso daheim. Du bist angepinnt, okay. Wie geht's denn mir? Mir geht's allgemein eigentlich sehr gut. Ich hab ein bisschen Hunger. Ja komm, wenn noch ein bisschen Hunger ist, dann nimm dir mal ein bisschen schnelle Mahlzeit. Essen Joghurt. Wenigstens irgendwas Gesundes. Lass uns mal ganz kurz gucken. Wo ist denn Knuddeln? Armer Knuddeln. Wie dir das eine war ein Block, der in der Luft geflogen ist. Ja, es war Kunst. Ich kann auch ein Bild von Block machen und... Mag schon wieder die ganzen Betten nicht, ne? Jeder sucht sich wieder sein eigenes Bett bei anderen Leuten. Ich kann auch ein Bild von irgendeinem Block machen und das vergrößern und an eine Leinwand machen.
Na. Ich lasse jetzt mein Müll einfach bei Finne stehen. Hä, und Fong räumt es. Was? Hä, wieso? Warte mal. Wieso räumt Fong das weg und hä? Wieso ist jetzt meine Sache hier weg? Warte mal. Nehmen wir das Ganze hin. Binne wird angerufen. Ja. Laserpointer verwenden. Ey, wieso steht denn mein Sim nur rum? Hä, wieso macht er nichts? Dieses Spiel war gestern schon bei mir total verbuggt. Es hat einfach rein gar nichts funktioniert. In diesem Spiel. Da. Steht er wieder nur rum. Kann mir mal einer erklären, was hier los ist? Kann ich irgendwelche anderen Interaktionen machen? Tag verschönern? Das geht. Wobei, Gamer, also Juli, schön, dass du mit dabei bist. Willkommen im Stream. Bist du beide verkuppeln? Ja, Moritz, das will ich. Ja, dann geh mal duschen. Aber ich kann irgendwie keine Interaktion machen, ne? Das ist total komisch. Lukas, freundlich sein. Super Sache. Auf Klontunger. Dann mach das mal. Komm mal auf zu zocken. Ich hab das jetzt genug gezockt. Kochen. Dann Grillkäse. Maroni mit Käse. Dann halt Pande Myrto. Keine Ahnung, was das ist. Weiß ich doch nicht. So, mach weiter da. Ja, und Lira wird Mutti. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird Lira Mutti. Spaß. Ist die Frage, ob man durch eine Sache Spaß bekommt, aber muss doch eigentlich sein. Es geht doch jetzt, oder? Wieso? Ich muss das immer erst finden. Ey, ist mein Sim eigentlich irgendwie total dumm? Wieso steht der Boy immer nur dumm rum? Was ist mit dem los? Was ist bei den Typen los? Angie, habe ich schon gesagt, schön, dass du da bist. Ich bin verwirrt gerade. Ich heute schon den ganzen Tag. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, ich habe das nicht eben schon mal gesagt. Dann hältst du mich für dumm. Aber hey, das bin ich ja auch. Genau. Okay, Moritz. Das ist auch überhaupt kein Problem. Warte mal. Ich kann auch gleich hier freundlich zu Finne sein, ne? Habe ich schon. Okay, wollte ich gerade machen. Tja, das hier funktioniert ja irgendwie nicht. Plaudern. Ich weiß nicht, was die machen, ne? Was passiert hier? Wieso geht ihr auf Toilette dafür? Ha! Dieses Spiel, es vernichtet mich. Total. Genau.
Ich sag nix. Sag nix. Das kann jemand anders wegräumen, bitte. Was kriegen wir heute bei Fong und Finne auch noch hin? Ich sag's euch. Okay. Beste Musik dafür. Ich hätte noch Kerzen daneben packen müssen, ne? Kommt beim nächsten Mal im anderen Bett dann. Es kommt beim nächsten Mal im anderen Bett. Machen wir noch Kerzen daneben. Das finde ich super. So, jetzt können sie ganz ruhig schlafen. Kannst du bitte rauskommen da, Katze? Okay, ich habe mein Ziel für heute erreicht. Genau. Wir müssen mal Fong oder Finn ein neues Bett kaufen. Genau. Bei Stardew Valley kann man es auch machen. Demos. Was wird Lira das? Lira, lauf, solange du noch alleine in deinem Körper bist. Okay, das kann man auch nur falsch verstehen. Das Katz. Was, 100? Ja, ich finde es schade. Okay, ich sollte nicht sagen, es ist ein Kinderspiel, ne? Ja, jetzt warst du auf jeden Fall nicht mehr allein in deinem Körper. Ja. Wer hat da Feuerwerkskörper mit ins Bett genommen? Weiß ja nicht, wo die rauskamen, ne? Vielleicht habe ich ja auch so meine Tricks. Ich finde das sehr interessant. Ich finde das alles sehr interessant. Und die Musikanlage ist einfach 24-7 an. Stört die gar nicht. Ich guck dann noch zu. Greenie, Lea! Was im Kondom hat wohl jemand seine Feuerwerkskörper vergessen? Das kann auch sein. Hast du jetzt Mutter, Lira? Nee, noch nicht. Das kommt beim nächsten Stream. Und danach kommt die Heirat und dann sterben sie. Zufrieden. Du bist zu jung dafür. Schau weg. Sagt die, die 15 ist, weißt? Sagt die, die 15 ist. Ich will nicht sagen, was du schon alles machst, ne? Ich will dir das alles nicht aufzählen. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich hab doch vorgespult. Wieso spulen die nicht vor? Ob das auch noch gibt. Ja, Finna, wenn du zuschaust, dann lernst du von mir. Ja? Wie man das richtig anstellt. Oh Gott. Wieso habe ich gerade Vorstellungen? Kann mir das mal einer sagen? Ich stelle mir das. Leider so vor, dass gerade so zwei im Bett sind und Finde einfach davon Fotos macht und genau mit einer Lupe hinschaut, wie das geht. Ich glaube das nicht. Glaub es nicht. Mach mal Macaroni mit Käse. So, Fong, Energie, Hygiene. Du kannst doch bestimmt gleich duschen gehen, ne? Oh, erst kannst du das mal ganz kurz. Das ist auch was Dreck. Ach nee, er stinkt. Ich dachte auch, es ist da dreckig. Aber nein. Er stinkt einfach bloß. Kannst du danach nochmal zu Finne bitte irgendwie Romantik flirten? Das wäre voll super. Aber das müssen wir leider machen.
Inspiriert. Ja, nach dieser Nacht muss man auch inspiriert sein. Nira, da hast du vollkommen recht. Davon kannst du sofort ein Buch schreiben. Hast du doch schon, ne? Ist das schon fertig? Glaube ja. Ich kann eine Entschuldigung schreiben. Sie ist aber die Hausmutter. Und wieso geht's allen Kacke? Was ist denn mit euch los? Mir geht's Kacke. Hä, wieso geht's mir Kacke? Genau, jetzt geht's mir nämlich gut. So, Fong stinkt immer noch. Immer noch Hunger. Kannst du nicht auch was essen hier? Ess das auf. Kann man an Hygiene sterben? An Untersäuberung oder so? Ja. Ist kein Spaß, ich merk schon. Schlaf. Dann kannst du leider nicht mehr mit Finne flirten. Das tut mir eigentlich sehr, sehr leid. Bürostreich. Lukas greift in eine Schreibtischschublade nach dem Tacker und muss feststellen, dass dieser mit Marmelade eingeschmiert wurde. Soll er mit seinem eigenen Streich kontern oder den Vorfall ignorieren und anderen Tacker suchen? Ignorieren. Mach einfach ignorieren. So, sie will malen. Affelei kaufen. Schreiben üben. Üb mal schon ein bisschen schreiben nochmal. Weiß keiner, Queenie. Halt den Mund. Also gucke ich ja Queenie zu, auf jeden Fall. Queenie, und wie alt bin ich? Bist du nicht auch noch 15 oder bist du schon 16? Finde, das musst du mir jetzt sagen. Weil mich mit jemandem zu verkuppeln wird schwer. Es ist halt einfach relativ einfach, wenn manchmal, es gibt halt echt gute Freunde, die merken das, wenn man verliebt ist oder so. Und die können einen auch ganz gut verkuppeln. Auf jeden Fall. Mal mehr, mal weniger. Aber das geht auf jeden Fall. Und wenn man halt auch einen Freund, Freundin hat, der man es auch erzählen kann, die unterstützt einen da auf jeden Fall. Aber ich sollte ihr mal so ein komisches Zeug da holen. Hüftstoß vollführen. Kannst du bei Oreo einen Hüftstoß vollführen? Nee, oder? Nee, das geht nicht. Aber ich kenne da einen Experten in der Community, der verkuppelt viele und zwar fast unterbewusst. Ja, Moritz, hast du da bestimmt. Nee, Moritz, das wird irgendwann schon auf jeden Fall. Irgendwann kommt der richtige Mensch auf einen zu. Von fast ganz alleine. Ich mag es, wie die Sims einfach laufen, wenn sie einfach Pipi müssen. Du musst mich mal angeln schicken. Ich weiß aber nicht wo. Warte mal. Ich hatte mal gesagt bekommen, man kann irgendwo einen Teich kaufen oder so. Keine Ahnung. Wo ist denn das? Ist das auch hier bei draußen Zeug? Konnte man nicht irgendwo einen Teich kaufen? Ich hab da auch mal was gesehen und gehört. Irgendwas. Warte, hier, das ist normal. Das ist ein normales Schwimmbecken, ne? Irgendwo. So kann er nicht einfach hier unten angeln. Kann er auch irgendwo überhaupt angeln? Nee, ne? So komme ich eigentlich nicht hier raus. Achso, weil es Baumodus ist, ne? Kann er hier hinten angeln? Nee. Wo kann er angeln? Ich weiß nicht, wo er angeln kann. Das ist, glaube ich, nicht so gut für seine Fähigkeit hier, dieses Gebiet, kann das sein? Macht bei Finn und Fong das gleich das Baby.
Aber brauchen die nicht noch irgendwie ein bisschen Beziehung? Warte, ich habe eine Idee. Festtagskerzen. Das passt auch. Okay, warte. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Wir bereiten schon mal ein bisschen was vor. Anon User, schön, dass du vorbei schaust. Jira, du ruinierst mich, wenn ich da sofort ein Baby, wenn da sofort ein Baby kommt. Wieso kostet das 3500? Was ist denn, das sieht hässlich aus. Sieht noch nicht mal gut aus. Gib mir einfach das hier, da können sie es auch gerne drin machen. Okay, das passt auch wenig, ne? Das normale passt da eher. Greedy Debug. Ich weiß auch den Cheater nicht mehr für. Weiß ich doch nicht mehr. Ich bin nicht so klug. Naja, als Homosexueller und Freund bleibt Freund. Ja, aber es gibt genug Leute, die auch die Richtung haben, Moritz. Na? Und klar, Freund bleibt Freund, aber also jetzt so wirklich freundschaftliche Seite. Aber es kommt trotzdem irgendwann ein Mensch, na, den du halt einfach sehr viel vertraust. Daraus dann halt sogar was werden kann. Also. Na? Kann alles sehr gut sein. Er braucht ein bisschen Spaß. Der Tunger. Wenn er Hunger hat, darf er ganz gerne. Ach, was gibt's denn hier so? Chili, muss er die ganze Zeit hinten was raus wieder. Ja, und Toast. Hätte ich eigentlich heute Abend auch total Bock drauf. Aber nur was Kleines. Was BB Punkt. Ciao. Objects. Ah. Genau. Hier gibt's das sowas. Ich muss jetzt auch welche Kerzen hier finden. Was ist das denn? Wow, das ist nichts Erwähnenswertes. Genauso wie das. Das sind Kackhaufen auf dem Teller. Der ist ein Muffin, ne? Brot. Wow, hab ich mich schon immer gewünscht. Würstchen, genau. Das haben wir dann im Bett. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich aber finde doch so eine Galerie aus ganz vielen toten Fischen hier, oder nicht? Das macht ihnen doch bestimmt Spaß. Puppen sind ja total klein. Habe ich die. Gibt es hier. Hey, wieso ist denn die Rose? Hey, was ist das für eine Rose? Das ist keine Rose. What?
Aber ich übersehe hier was. Was ist das denn? Streichholz? Was gibt's hier für Sachen? Okay. Ich will nochmal anmerken, das hier ist gruselig. Ach nee, warte mal. Irgendwo gab es noch so eine Puppe und die ist gruselig. Genau. Die hier. Die steht einfach nur so da. Wand mit Sportschließfächern. Das ist ja hässlich. Unter Lampen ist jetzt auch nichts Neues, ne? Nein, rauf. Oh Gott, ja, hier sind total viele Spielsachen und so. Das ist noch aus dem Kinderzimmer. Kann man eigentlich diese Leiste hier irgendwie größer ziehen? Weil es nervt mich, dass man hier immer nur so drei Gegenstände sehen kann. Aber lass mich raten, das geht in dem Spiel nicht, ne? Geht ja einfach nur relativ schnell durch, aber hier gibt's doch nichts. Hier gibt es doch gar nichts. Okay, ich mach erstmal hier weiter. Lea, willkommen im Stream. Schön, dass du mit dabei bist. Da war der Teich. Ach so, du meinst den Teich. Ich dachte, du meinst noch irgendwelche Kerzen, dass ich noch irgendwelche Kerzen bekommen kann. Ja, ist egal. Ich möchte mich erstmal hier drauf konzentrieren. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Oder so. Aber ich will. Wo ist denn von gerade? Er ist gerade versch. Was ist das denn? Eine Pfütze spielen. Lass das. Das geht aber jetzt noch nicht. Na, flirten. Dann flirtet mal ein bisschen. Ich will, dass das was wird. Das muss was werden. Glaub an euch. Glaubt ihr, dass ihr es schaffen werdet? Oh mein Gott. Komm, von ihm muss jetzt auch dann was zurückkommen. Das kriegen wir alles hin. Mehr Auswahl. Ist ja einfach gar nichts. Knuddeln. Hör mal auf zu zocken. So Spaß genug gehabt. Ist das alleine Schach? Oh, Lira spielt gegen sich selbst Schach. Kluges Mädchen. Wir bekommen das noch. Nein, sie hassen sich. Das ist eine Hassliebe. Nein, Fang, lauf ihn hinterher. Du darfst deine große Liebe nicht aus den Augen lassen. Tu es. Tu es. Es darf nicht untergehen. Das darf nicht passieren. Holt sich eine Kekspackung aus dem Schrank des Hotels. Aber wir hatten, wo wir auf Klassenfahrt waren, hatten wir auch irgendwie so einen Schrank voller Süßigkeiten. Außer mit 5000 Packungen Kekse irgendwie. Er spielt kokett. Überhin. Hände küssen. Was macht Mira gerade? Trinken. Ich wollte es eigentlich gerade wegwerfen, aber okay. Jemanden kennenlernen. Okay, das glaube ich. Ne, mach mal weg da. Wer ist so eine Staffelei, ne? Du rufst keine der anderen Leute an? Witz erzählen.
ist denn ein lustigen Polizist? Lustigen war das doch, oder? Witz, ach nee, nur ein Witz erzählen. Ey, wieso steht mein Sim eigentlich immer nur dumm in der Gegend rum? Tue ich das auch in echt? Muss fangen. Er will ein Techtelmechtel mit jemandem. Wo kann ich das machen? Na, mach das weg. Nein, mach das. Nein. Nein. Mach das alles weg. Muss schneller essen. Ha! Ich habe einen Sim und wähle in der Kategorie romantische Interaktion Techtelmechtel mit. Das ist doch eine romantische Beziehung, also komm, es reicht doch schon. Das reicht da nicht. Do it. Do it. Wieso machen die nix? Du sollst nicht plaudern, hör auf. Du sollst Hände küssen. Nein, selbstsicher. Ha! Muss man etwas mit Fong an Romanze zusammenbekommen. Jo. Das habe ich doch die ganze Zeit vorgehabt. Also, du hast ja gesagt, ich mach Techtelmechtel. Aber es geht nicht. Geht doch nicht. Habe ich doch gesagt. Warum habe ich ein Doppelbett? Weil da gleich was. Also hoffentlich gleich was Schönes passiert. Du darfst nicht meins nehmen. Das Bett ist schon entjungfert. Was machen die? Ihr sollt aber keine Freundschaft aufbauen, ihr sollt eine Beziehung aufbauen. Na, das funktioniert alles nicht so, wie ich das will. Das ist alles nicht so das, was ich gerne haben möchte eigentlich. Okay. Nein, kein Baby. Es wird doch erstmal noch kein Baby, erst beim nächsten Mal. Wird dann gleich das Baby. Nein, ich. Wieso hassen die sich? Nein, Fong. Ich verarschen? Wieso schlafe ich jetzt in Findes Bett? Ist das so gem. Ich hasse euch. Ich hasse euch so abgrundtief. Warte mal. Komm mal kurz raus da. Ich will mal ganz kurz was testen. Oh, schade. Ich dachte, die können sich nebeneinander legen. Du kannst aber gerne was essen. Und dann gehst du schlafen. Und du? Jetzt kurz was essen und dann gehst du schlafen. Ein Tag ohne Techtelmechtel. Ich komme so nicht klar. Das geht nicht. Magie. Jo. Mal gucken, was er macht, außer dumm rumstehen. Ist das jetzt dein Ernst? Ich hab voll Hunger jetzt. Was, ja, ein braves Baby. Jetzt hört mir von Lyra schon was befohlen. Also die Mottstelle ist jetzt wieder frei. Nicht in das Bett, wieso nicht? Nicht in Greenies Bett, da sind vielleicht noch Feuerwerkskörper. Oh Gott. Du meinst, du willst jetzt, dass man das so falsch versteht, wie man es falsch verstehen soll. Kann das sein? Leckt es gerade bei euch? Weil OBS zeigt mir an, dass es leckt. Ich habe gerade irgendwie. Man hört es gerade total trocken. Ja, Lyra, was? Wieso ist Fong wütend? Beim Messer gar nicht wütend. Ich muss wieder die Mülltonne umtreten. Oh Mann, ey. Ja, komm mal. Oder? Warte mal. Wir schlafen jetzt einfach mal alle in unseren Betten, damit wir hier mal ein bisschen. Ist das überhaupt beansprucht? Es ist doch nicht. Okay, wenn das nicht beansprucht ist, dann ist das natürlich klar. Und du gehst jetzt zu deinem Bett.
Und beanspruchst da das. Und Boy, du hast das schon. Bei dir war schon beansprucht. Und Pong. Du hast das schon beansprucht. Genau, wann seid ihr denn hier fertig? Musst du gerade schlafen gehen. Ich nehme die Mod-Rolle. Ja. Finde bekommt einen doppelten Mod. Er bekommt einfach zwei Schraubenschlüssel. Kühlschrank kaputt. Ja, Kühlschrank kaputt ist halt so eine schlimme Sache, weil dann hat man halt nichts mehr zu essen und Essen ist wichtig und ich brauche Essen. Aber wie kannst du das eigentlich, Fong? Ich traue dir das nicht so zu. Oreo, was gibt's? Ich bekomme Atmen. Was ist das da? Was ist das auf dem Boden? Ist das von Oreo? Sind das so Haarbeine, die er ausgekotzt hat? Wieso kotzt die Katze einfach überall hin? Die Sachen aufräumen. Der Hals ist gerade irgendwie total trocken, ne? Ich spule mal ein bisschen vor. Ist ja noch immer Fong da, weil er irgendwie krasse Arbeitszeiten hat. Wann mussten die eigentlich immer zur Arbeit? 3 Tage nur noch? Ja, moin. Du bist krass drauf. Tage noch Urlaub. Schelmfähigkeit. Muss schelmisch sein. War alles hin. Hör mal auf, Juli, dir noch einen schönen Tag. Und schön, dass du ein bisschen vorbeigeschaut hast. Okay, wir lassen ihn mal machen. Ist egal, ob ich Mod bin oder nicht. Ja, ist ja auch egal. Wie du halt schon sagst, Moritz, auch als Mod kann man Stuff helfen. Muss ich dann später nochmal was fragen. Okay, finde, jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Mach es einfach. Wie gesagt, schreib mir einfach auf Discord. Wenn ich gerade nicht da bin, dann mache ich halt einfach irgendwas. Halt immer, wenn ich da bin, dann schreibe ich auch zurück. Manchmal lese ich das, aber vergesse dann halt abends zurückzuschreiben, weil halt noch was anderes ist. Das ist halt immer so die Sache. Ich versuche immer so wirklich wie möglich zurückzuschreiben, auch wenn es nicht immer klappt, ich weiß. Etwas pflanzen, das hatten wir bisher noch nicht, ne? Tierbeil kaufen. Flirten. Schläft da. Wie viel Schlaf habe ich eigentlich? Oh, du kannst aufstehen. Na, steh auf. Du kannst duschen gehen. Dann bist du wenigstens schon mal ein bisschen besser dran. Er legt sich einfach wieder hin. Willst du mich verarschen? Boy, was ist mit dir los? Legt er sich jetzt wieder hin? Okay, er geht von alleine. Hunger, sie macht sich jetzt was? Genau. Ich hoffe, das hier mal ein bisschen gut. Du wirst mit mir flirten, Finne. Wirklich? Sie ist schon auf Arbeit? Hat sie überhaupt was gegessen? Warte mal, lass mal ganz kurz gucken. Nein, hat sie nicht. Okay, dann hoffen wir mal, dass es gleich ein bisschen trotzdem besser geht irgendwie. Er spielt wieder Müll. Wieso ist Fong eigentlich so verspielt? Was habe ich da gemacht? Ich hatte übrigens den Ding zum Character Maker gestern geschickt, Winnie. Habe ich noch gesehen, Moritz. Habe ich noch gesehen. Wie gesagt, ich lese die Nachrichten nur, ich vergesse manchmal das zurückzuschreiben. Aber ich mache es dann so pünktlich wie möglich. Sind wieder alle weg. Was? Dieselbe alte Leier. In letzter Zeit klingen alle Geschichten von Julia irgendwie gleich. Das heißt, Abwechslung sei die Würze des Lebens.
Also vielleicht sollte sie ein wenig davon einstreuen. So, sie soll sie versuchen, in ein neues Genre vorzudringen oder einfach weiterhin dasselbe machen. Einfach auch was Neues ausprobieren. Kann nicht schaden. Würde ich sagen. Okay, den Lesern ist es egal, was Julia über etwas anderes als ihr Spezialgebiet denkt. Es gibt keine wirkungsvolle Gegenreaktion als die Fans. Wie weißt du Fans? Die ist total fame, ne? Ich mach das da sauber, aber Finde repariert einfach nicht. Nee, das geht ja gar nicht. Geh nochmal kurz auf Klo, reparieren. Kinderanruf. Ja. Jetzt wird er gekündigt. Kann mir vorstellen, dass sie bald gekündigt werden, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht wieso. Ey, Fong, du bist. Du bist nicht wichtig. Wieso geht denn der jetzt auf Klo? Das ist alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wieso macht ihr euch Essen, die 8000 Jahre lang dauern? Fong, benutzt das nicht. Jetzt schaut euch mal das an. Okay, das ist leicht ekelhaft. Das ist sehr leicht ekelhaft. Okay. Hör mal auf zu essen, du hast genug gegessen. Fong, wenn, damit du schon mal ein bisschen nützlich. Jetzt geht er ins Bett und er geht in mein Bett. Ich bekomme eine Krise. Vielleicht ist er angeekelt, kann das sein? Hygiene. Du gehst noch schnell duschen. Und du, Boy, gehst auf Arbeit. Danke. Aber meine Be Bewertung ist noch gut. Weil Finde geht zu langsam in den gelben Bereich. Finde, mach dich an Fong ran. Ich habe leider kaum Zeit in diesem Spiel. Die sind irgendwie immer alle arbeiten. Wenn sie kommen, sind sie sofort. Du sollst auf Arbeit gehen. Was machst du? Hä? Spinnst du? Geh auf Arbeit. Was ist denn mit dem los? So schnell drücken. Ja. Schön, dass du Müll rausbringst. Also du sollst auch gerne auf Arbeit gehen. Lass ihn halt. Dieser ganze Haushalt funktioniert aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht. Kann ich euch das mal sagen? Es funktioniert irgendwie alles überhaupt nicht. So. Wir bauen noch kurz irgendwas. Diese E-Toilette lassen wir jetzt einfach mal so, wie es ist. Glaub's nicht. Wieso? Was ist denn da jetzt wieder los? Wer hat denn Müll bei Finne im Zimmer abgelassen? Glaub das alles nicht, ne? Ich glaube es alles nicht. Das ist doch nicht euer Ernst. Was geht denn bei euch ab? So. Komm, was bitte alles. Das können wir ja alles nicht heller machen, ne? Nein. Ist egal. Wir müssen mal unseren Debug. Muss mal ein paar Sachen raus. Und ich brauche noch. Dann geht das Ganze gleich schon tausendmal besser. Wir legen das erstmal einfach irgendwie hin hier. Das wir es auf jeden Fall brauchen. Ist das eigentlich so ein Rührer? So eine Art kleiner Mixer? Oder ist das für die Haare? Kann ich mir das einmal reinschreiben? Das sieht ja eigentlich irgendwie gleich aus. Okay. Gute Sache. Was ist das denn? Kissen. Salzstreuer, keine Ahnung, ist das ein Stift? Kann sein. Pinsel oder so, Kaffee. Kugelschreiber. Das ist doch bestimmt irgendwo hinten. Ja, ich würde das mal irgendwo hier hin erstmal packen.
Wollt ihr auch ganz gut passen. Lol, da drunter ist auch was? Hä, seht ihr das? Wie kann denn da drunter was sein? Na gut, ein Bleistift hätte auch zu dir am besten gepasst, ne? Ich glaub das alles hier nicht, was hier passiert, ne? Ganz viele Parfüms. Aliensaft? Was haben die denn bei diesem Spiel hier genommen? Ah, hier sind Pinsel. Ja gut, das passt alles so gut zu Nira, ne? Inspirationstrank. Das ist ja alles schön und gut. Pömpel. Okay. Gut zu wissen, dass man sowas hat. Grillbürste. Asche. Ach, Ascheflasche. Reimt sich. Okay, das ist nicht lustig, ich weiß. Was ist das? Ich weiß es nicht. Lippenbalsam. Das braucht Lira. Nein, das. Du setzt. Nur ist das eine Ding da. Dieses Spiel. Danke. Gib mir und Fong mal Urlaub. Ja, damit ihr schön zusammen Dinge tun könnt, ne? Wäre nicht so schlecht eigentlich. Das hier für Lira machen wir mal hier drüben hin. Nagelfeile. Bitteschön. Kriegst du auch noch. Laserpointer. Okay. Lass mich angehen, jetzt. Nein. Da links ist der Teich. Wo ist denn der Teich? Das. Hier sind ganz viele Fische, ne? Bei den Fischen muss auch immer der Teich sein. Kleiner Angelplatz. Ja, du mich auch. Das ist ja total klein, auf jeden Fall. Ihr seid ja sehr lustig. Okay, ihr seid sehr, sehr lustig, ihr mit eurem kleinen Teich. Ein Herzkeks. Das ist aber ein halber Herzkeks. Wow, wir lassen ihn da einfach mal so. In seinem Zimmer. Großer Tierhaufen. Boah, das ist übelst ekelhaft, wenn einfach so ein Kackhaufen so neben Klo. Nee. Unter Kakao. Ich glaub's nicht, ne? Wieso gibt es das? Soßentopf. Wieso hat man das? Was ist das denn? Puh, okay. Kistentransporter. Ja, auf jeden Fall baue ich mir ein Schiff ins Haus. Leine. Und welches Tierspray oder so? Rainbow-Katzenstab. Was? Unkrautsauger? Was ist denn ein Unkrautsauger? Bauchkraulgel? Wir packen das einfach mal da in der Ecke. Dass wir wissen, dass das für unser Tier ist. Es ist alles sehr interessant, was es hier gibt. Tierleckerchen. Okay. So, ciao, Lea. Sehe ich jetzt halt erst. Noch ein mit sauberem Wasser. Ja, aber das sollte ja erstmal ausreichen. Können wir später immer noch wegmachen. Mach nochmal eine Actionfigur. Super Dünger. Wow. Das kann man aber halt alles echt gut zum Dekorieren nehmen, ne? UFO. U-Pflanze. Das ist doch die einen irgendwie auffrisst, ne? Wer kommt auf so eine Idee?
Wer kommt auf eine Kuhpflanze oder auf die Idee dafür überhaupt? Pflanze Beere. Wer kommt auf die Idee dafür? Kann mir das mal irgendeiner sagen? Das kann mir, glaube ich, keiner sagen, ne? EA, wie kommt man darauf? Oh, lol. Was sind das denn für coole Puppen? Zombie Carl. Violet. Was sind das denn für coole Sachen? Oh mein Gott, das sieht voll cool aus. Oh, was? Ach, die sind ja cool. Oh, warte, das will ich in mein Zimmer haben. Das sieht cool aus, als ob man da wie so ein Game zockt und da einfach so die Charaktere. Das ist cool. Wolltest du nicht noch ein zweites Bad machen? Ich weiß nicht wohin. Ja, das wird relativ schwierig. Wollt ihr beim Eingang noch hier so ein kleines Bad irgendwie machen oder hier so einen kleinen Raum nur? Ein Klon, Waschbecken. Ist halt die Frage, ob wir das machen wollen. Ob das da natürlich auch gut aussehen würde. Also noch mehr. Die sehen übelst cool aus. Krass. Mann, ich finde diese Statuen mega cool. Oh, warte mal. Das sieht aus wie so ein Pokémon. Wie heißt das? Nicht Schluppuck. Ich glaube, die Vorentwicklung oder so. Diese Meduso schauen übelst süß aus. Regenbogenfisch an der Wand. Das brauchst du. Finde, das brauchst du. Magische Bohne. Was für Zeug gibt es denn hier alles? Ich komme aus der Alien-Welt und die Puppen kann man ausgraben und sammeln. Okay. Das ist übelst interessant. Die sehen halt einfach voll cool aus. Ich suche eigentlich gerade noch was fürs Bad, aber ich finde das gerade nicht. Ich finde das leider gerade nicht. Okay, schauen wir nochmal zu unseren Charakteren. Sie ist gerade. Wieso bist du beschämt? Wir haben eine Unsicherheit mitteilen. Ist gerade keiner zu Hause außer Fong, der da schläft, ne? In meinem Bett will ich anmerken, ne? Ich glaube das immer noch nicht. Was kann man eigentlich hier Abendessen servieren? Gourmet-Menü zubereiten. Joghurt-Parfait mit Früchten. Gourmet-Obstkuchen. Pasta Primavera. Ja, mach mal. Sie kann auf jeden Fall. Ich glaube, sie hat eine sehr gute Kochfähigkeit, ne? Kochen, genau. Kochen ist ganz voll. Mal gucken, wie sie das jetzt macht. Sie bereitet jetzt für uns alle Essen vor, glaube ich, ne? Ist das Freitag? Okay. Bin ich super. Können wir sehr viele Sachen anstellen. Aber dann auch am besten aber erst beim nächsten Mal. Bahn, ja gut, wir haben leider keine Badewanne. Ist angespannt. Dann darfst du erstmal ganz kurz das Klo säubern. Das wegwerfen. Darfst du schön duschen. Dann bist du nicht mehr so angespannt. Wie geht's mir denn? Mir geht's insgesamt ganz gut sogar. Hätte ich nicht gedacht. Also das Mädchen will von dir immer was, ne? Ja, Finne, mach doch. Hol sie ran. Ein Gericht nehmen, genau.
Hab doch gefunden, können sie alle essen, ne? Energie ist leider sehr runter. Ich habe sehr viel Sonne in Amsterdam. Inky, schön, dass du da bist, willkommen im Stream. Okay, finde also ist bei euch sehr, sehr schönes Wetter. Bei mir hagelt es, okay. Also bei Pinky, ich glaube bei dir ist nicht so viel. Schönes Wetter. Dass Oreo irgendwas zu essen möchte, weil ich habe die Katze verhungert. Wie kann es sein, dass hier der Mülleimer voll ist? Nee. Oder? Ich weiß es nicht. Kein Spaß. Das Ganze mal ein bisschen vor. Nase kann er auch gleich machen. Man kann sich auch ein Gericht nehmen. Ist der Vierring in Salzburg. Österreich. Ja, Pinky, ich weiß, wo Salzburg ist. da war, in der Nähe war ich ja schon mal. War auf jeden Fall sehr, sehr schön dort. Und bei euch hagelt's. Okay. Willst du mich doch mit Fong und mit dem komischen Golfer kuppeln? Ich will dich. Ja, gut, dann will ich dich lieber mit Fong verkuppeln. Aber Fong, der ist gerade gleich wieder weg auf Arbeit. Voll cool, wie Lira für alle gekocht hat. Dankeschön. Dankeschön dafür, Lira. Was ist das denn? Sich selbst drehen. Was hat er anscheinend gerade gemacht? Böse werden? Okay, er ist auf Arbeit. Ist gerade Kroket geworden. Oh Mann, da hätten wir was machen können mit Finne, aber nein, es geht nicht. Gut, okay. Leute, ich würde das erstmal für heute dabei belassen. Wie gesagt, bis Sims will ich immer ganz gut eine Stunde halten. Und wir hatten heute unser erstes Techtelmechtel. Und wir haben beim nächsten Mal dann ein Wochenende, wo dann ein bisschen was zwischen Fong und Finne passieren soll. Ja. Ich hab mir da was überlegt. Vielleicht auch mit dem Baby. Mal schauen. Aber wir müssen das auf jeden Fall hinbekommen an diesem Wochenende dann. Das habe ich beim nächsten Mal vor. Bei uns ist es bewölkt, aber ziemlich gleich wie bei euch. Okay. Berlin ist keine Ahnung. Also bei mir ist es sehr warm und ein bisschen sonnig. Ansonsten zieht sich auch schon bei mir ein bisschen zuständig. Heute Abend regnet es auch noch bei mir. Ich guck auf mein Handy, so Fortnite, der Modus ist draußen und ich natürlich habe noch Schule und dann komme ich zu Hause und der Modus ist weg. War logisch. Okay, Pinky. Jo, dir noch viel Spaß dann. Ich habe am Samstag Arbeit. Was meinst du mit Samstag Arbeit? Ach so, im Spiel? Kann sein. Gut, dann müssen wir halt Urlaubtage nehmen. Aber kriegen wir auch hin. Dann machen wir Urlaubtage bei euch beiden. Ja, Lira, du bist auch noch nicht verschont, will ich mal anmerken. Wir beide werden auch noch ein bisschen Spaß haben. So, Leute, ich bedanke mich dann heute bei euch auch fürs Zuschauen, die da waren. Und wir sehen uns morgen dann wahrscheinlich natürlich wieder. Also, euch einen schönen Tag. Und bis morgen. Ciao.